Christus spricht: Siehe, ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit diesem Spruch zum Osterfest begrüße ich alle ganz herzlich, die an diesem Gottesdienst teilnehmen, zu Hause an den Bildschirmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir beten Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Der Herr wahrt meine Zuversicht, er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Herr meines Heils sei hoch erhoben. Darum will ich dir danken, Herr unter den Heiden, und deinen Namen Lob singen.
Amen. Wenn wir jetzt Ostern feiern, dann bleiben die Kriege, die Stürme und die Wehen. Dann bleibt die Dummheit, die Maßlosigkeit und das Geschick. Wir haben die Welt nicht verändert. Du, Gott, hast uns verändert für die Welt. Wenn wir jetzt Ostern feiern, dann bleiben die Fragen, das Elend und die Zweifel. Dann bleibt die Frechheit, die Gewalt und der Tod. Auch die Pandemie und ihre Folgen. Wir haben die Menschheit nicht verändert. Du, Gott, hast uns verändert für die Menschen. Wenn wir jetzt Ostern feiern, dann schenke du uns deinen Heiligen Geist, Gott. Streu Licht in die Augen der Blinden, Klänge in das Herz des Gehörlosen, Worte in den Mund des Stummen und Wege in die Träume des Lahmen.
Schick uns als Wunder in deine Welt. Schick uns als Antwort zu deinen Menschen. Wir beten in der Stille weiter, miteinander und füreinander. Du hast uns gehört, Gott. Nun rede du zu uns. Amen. Die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen:
Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo Sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Wort des lebendigen Gottes, in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, berühre mich nicht. Diese Worte spricht Jesus zu Maria Magdalena in der eben gehörten Ostergeschichte. Diese Szene wurde schon früh von den Künstlern aufgegriffen, unter dem Titel Noli me tangere. Lateinisch für berühre mich nicht sind viele Darstellungen entstanden.
berührende Bilder einer Nichtberührung. Wir sehen eines der herrlichen Fresken von Giotto di Bondone in der Scrovegni-Kapelle im norditalienischen Padua. Maria Magdalena, die Zeugin der Auferstehung, hat gerade eben erkannt, wer der Unbekannte ist, den sie in der Dämmerung für den Gärtner gehalten hat. Es ist Jesus, der auferstandene Herr. Natürlich streckt sie die Hände nach ihm aus, will ihn fassen, festhalten, umarmen. Doch Jesus wehrt die Berührung ab. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir alle erleben dieser Tage, wie überaus schmerzlich, ja wie unmenschlich es sein kann, wenn wir uns nicht berühren dürfen. Leider Gottes erleben wir nun alle ein Osterfest des Noli Me Tangere, der abgewehrten Berührung. Einen Handschlag abzuwehren ist normalerweise ein unhöfliches, unnatürliches Verhalten. Gleiches gilt für eine stumme Umarmung, zum Beispiel auf dem Friedhof. Bei allen großen Emotionen, trauriger oder auch freudiger Art. Einen Handschlag, eine Umarmung abzuwehren, ist nur mit einer guten Begründung möglich. Bei der Corona-Pandemie ist der Grund uns allen hoffentlich klar und einleuchtend. Jesus nennt auch einen triftigen Grund. Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgestiegen. Mit Jesus ist eine Verwandlung geschehen. Nur für kurze Zeit wird er sich auf Erden zeigen und dann in Gottes Welt fahren. Maria Magdalena soll und kann ihn nicht festhalten. Sie soll sich nicht an das Vergangene klammern. Sie muss loslassen. Sie soll stattdessen etwas anderes tun. Einen Auftrag ausführen. Gehe zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Magdalena führt diesen Auftrag aus. Sie wird zur ersten Apostelin der Kirche. Liebe Mitchristen, ich wünsche uns allen, dass wir an diesem Ostern 2020 zu Magdalenas werden. Dass wir nicht klammern und klagen, was heuer alles nicht möglich ist. Keine Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, keine Osternachtsfeier mit Frühstück, kein fröhliches Ostereiersuchen mit den Kleinen. Alles Jammern und Klammern zieht uns nur nach unten und frisst unsere Lebensenergie. Wir aber sollen aufsehen zu Jesus, dem Auferstandenen. Wohlverstanden, es geht hier nicht um Zweckoptimismus. Die Osterbotschaft fegt nicht alles Beschwerliche und Negative einfach vom Tisch. Der Auferstandene trägt sie noch an den Händen und Füßen und an seiner Seite. Die Wundmale, die von Folter und Misshandlung zeugen. Dieses Ostern 2020 macht uns Menschen der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts unmissverständlich klar. Unser Leben ist verdammt zerbrechlich. Wir sind nicht die Herren der Natur, nicht im Geringsten, sondern ein kleiner Teil von ihr. Mit den Worten der Bibel gesagt, wir sind Teil einer gefallenen Schöpfung. Bis heute leiden Menschen an sich selbst und an anderen. Sie haben Angst,
Leiden und Schuld. Noch hat das Reich Gottes nicht unter uns Einzug halten dürfen. Die Folgen der Pandemie werden diejenigen am stärksten treffen, die vorher schon die Ärmsten der Armen waren. Wieder einmal. In den Hauptstädten der Macht wird weiterhin vertuscht, gelogen und manipuliert werden. Diejenigen, die an der alten Droge Macht hängen, werden weiterhin die Not und Angst der Menschen missbrauchen, benutzen, um ihre Macht zu behalten. Der ungezähmte Kapitalismus zeigt seine brutale Härte, wenn Menschen ihre Jobs verlieren und von heute auf morgen ohne Unterhalt dastehen. Nein, noch ist die Welt keine andere geworden. Aber wir sollen und dürfen andere Menschen werden. Durch das Wunder des Ostermorgens. Sieh da, die harte Schale des Todes hat einen Riss bekommen, wie das Ei, aus dem das Küken schlüpfen will. Der Sauerstoff des ewigen Lebens strömt schon wohltuend in unsere Lungen. Wie Maria Magdalena gehen uns die Augen auf. Wir können Jesus zwar nicht packen, nicht in unser irdisches Leben hineinziehen, doch wir können seine Stimme vernehmen, seinen Auftrag hören und ausführen. Geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen die Botschaft aus. Liebe Mitchristen in Gemrigheim, Ostern macht uns Beine, selbst wenn uns Corona zwingt, zu Hause zu bleiben. Wir können unsere Mitmenschen zwar nicht besuchen, aber wir können ihnen auf vielerlei Art und Weise die Osterbotschaft ausrichten. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit einem Anruf, einer netten Überraschung vor der Tür, einem Winken aus dem Fenster oder dem christlichen Corona-Ballett, einem freundlichen Lächeln bei gleichzeitigem aus dem Weg gehen. Der Heilige Geist wird uns die nötigen Ideen schenken. Der Maler hat dies auf geniale Weise in den Engeln dargestellt. Zwei Engel sitzen auf dem leeren Grab und harren gespannt der Dinge, die da kommen sollen. Das Beste aber sind die zwei kleinen Fliegerengel oben rechts. Sie haben Ideen, wie sich die Osterbotschaft verkündigen lässt und haben sich dazu bereits auf den Weg gemacht. Gott schenke uns durch seinen Heiligen Geist ganz viele solcher Ideenengel in diesen seltsamen und belastenden Zeiten. Ich grüße Sie und euch ganz herzlich, auch aus dem Pfarramt und dem Kirchengemeinderat. Ihnen und Ihren Lieben nah und fern ein gesegnetes und trotzdem berührendes und frohes Fest der Auferstehung. Amen.
Wir beten und Sie können immer mit den Worten antworten, Herr, erbarme dich, wenn ich sage, wir rufen zu dir. Herr, unser Gott, im Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus begegnen wir dem Retter der Welt. Darum bitten wir voll Vertrauen für die Weltgemeinschaft, die das Coronavirus zu gemeinsamen Handeln herausfordert, für alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen, und für alle, die für Solidarität und Verständnis werben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und kranken Menschen, alle, die mit einem besonderen Risiko leben, für alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die ihr Leben neu regeln müssen, weil Schulen und Kitas geschlossen sind. Für alle Menschen, die Angst haben. Für die, die sie begleiten und beruhigen. Und für alle, die füreinander Sorge tragen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich in der aktuellen Krise hilflos fühlen. Für alle, die nach schnellen Lösungen suchen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Frauen und Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sorgen und Lebensnöte haben. Für die Menschen an Europas Außengrenzen, für alle ohne Heimat und Sicherheit. Für alle Kinder, die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror werden. Für die, die allein und einsam sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, du machst uns Mut, du bestärkst uns. So können wir in deinem Geist wachsen. Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
So gehen wir in unser Heute und Morgen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.